drehen wieder auf die Uhr. Meister der Uhr. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kartschnupf. Der Meister der Uhr hat die Uhr getan. Geurt. Ich war urdoll. Du hast die... Nein, ich kann gerade nicht. Ich mach total tolle Flachwitze-Episode. Nein, mir fallen keine Flachwitze ein. Warum? Also, ich meine, wenn 3D nicht... bin. Badum! Achso, jetzt hab ich noch. Achso, ja, voll. Der war ultra gut, ja. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert gerade. Ich liebe die hin und wieder so leichte Anflüge von Brainlag. Schlupp, schlupp, schlupp. Was war dein erstes Super Mario Spiel, das du gespielt hast? Ja, es war tatsächlich auf dem Game Boy Super Mario World. Nicht unbedingt das beste erste Super Mario Spiel, vor allem weil es kein offizielles war, wissen die wenigsten tatsächlich. Also? Ja, wurde von einem Drittentwicklerteam tatsächlich entwickelt, weil Super Mario einfach auf den Konsolen so abgegangen ist als Marke, dass sie gesagt haben, sie brauchen unbedingt einen Ableger für den Game Boy, für den neuen. Aha. Und Tatsache ist, wenn du das Spiel heute spielst, merkst du auch tatsächlich, dass das mit Mario außer dem Hauptcharakter nichts zu tun hat. Da gibt's UFOs und U-Boote und lauter Scheiße, da wirklich. Die Goombas in dem Spiel schauen nach allem aus, nur nicht nach Goombas. Das ist echt übel. Also, man merkt's total, dass es nicht gedacht war als sowas. Oh, jetzt haben wir's geschafft. Das war der Gap of Destiny, Alter, wirklich. Ja, warte. Leap of Faith. Das war tatsächlich das erste Super Mario, das ich gespielt habe, aber so richtig in die Super Mario-Wahn hineingekommen bin ich tatsächlich gar nicht mit dem SNES oder so, sondern weil zu der Zeit hatte ich ja einen Mega Drive. Ich war ja da ein Sega Kiddy. Und hab tatsächlich mit dem N64, da bin ich dann in das ganze Spiel hineingekommen. Boah, das hast du noch geschafft. Der ist doch fressen können. Nein, 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 nein. Also, da muss ich da unten rein, genau, ja, das war's. Ah. Ja, wie das gesagt, mit Super Mario 64 bin ich tatsächlich in Super Mario reingekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere an letzte Woche, wie du erklärt hast, was du deine Connection zu Super Mario ist, ist das dein erstes Super Mario jetzt? Ja, dass ich so spiele. Wie gesagt, ich habe Dr. Mario urviel gespielt. Ich habe Mario Kart, das auf der NES mal gespielt. Aber so wirklich extrem warm geworden, so oh, ultra bin ich eigentlich nie. Mhm. Weil ich hatte ja auch keinen Nintendo 64. Was ja wahrscheinlich auch daran liegt. Ich hatte halt eine PS1. Ja, da waren wir halt in der positiven Position, dass wir mehr oder minder beides hatten, weil meine Schwester die PlayStation bekommen hat, weil sie unbedingt die PlayStation wollten. Ich aber ein Jahr davor oder so zum Geburtstag eben den N64 also rausgekommen ist. Ja, das war bei uns halt nie ein bisschen anders, weil letztes Mal geheißen entweder oder. Ja, das ist aber auch eine gute Geschichte für mich. Also. Mein Bruder und ich haben halt dann einfach die PS1 gekriegt. Ja. Damit auch die war auch auf jeden Fall die billigere Konsole, also vom Einkauf der Spiele her vor allem, ja, weil man sie ja cracken konnte. Erstens das. Da war Raubkopieren noch total dufte und angesagt. Ja, die Konsole haben wir bekommen und haben sie dann 2,5 Wochen nicht gesehen. Mhm. Ihr habt eine richtig, ja, dann wird der Konsole erste Chip eingebaut und die 3.500 Spiele. Da kriegen wir 4.500 Rohlinge. Ja. Das war recht cool, dass ich da einige Spiele gehabt habe. Mhm. Hälfte davon hat nicht funktioniert. Das ist super. Wirklich nicht? Nein, nein. Die andere Hälfte hat wieder sehr gut funktioniert. Ja, tatsächlich. Also unsere komplette gebrannte Bibliothek hat immer recht gut funktioniert. Das war, weil der Arbeitskollege von meinem Vater tatsächlich das gemacht hat daheim. Sag ihr nochmal den Namen und die Sozialversicherungsnummer von dem. Das kann ich da leider nicht sagen. Ich bin jetzt versehentlich wieder in die Welt reingegangen. Aber mir fällt gerade ein, das ist gar nicht so schlecht, dass wir das nochmal machen. Wir können den Shortcut in die Welt 4 freischalten noch. Da gibt es sich ein Geheimnis. Oh, das ist ja wie Bloodborne. Da gibt es Shortcuts. Bam. Wie gut ist das? Ja. Jetzt weiß ich, woher ich Bloodborne so kenne. Das ist ja toll. Wuhu. Wo sind die Flachwitze? Mir wurden mehr Flachwitze in dieser Episode versprochen. Also, wurden sie das? Ja, von Anfang an, ne? Was war der erste Flachwitz? Mit was haben wir angefangen? Du bist urgut. Ich bin urgut, ja. Du bist urgut. Und danach bin ich. Ich kann keine Flachwitze machen, weil ich 3D bin. Naja. Ja, ich lach nicht nochmal drüber. Nicht? Oh.
Ich habe extra, ich habe extra Suspense, eine Pause, eine dramatische Pause gemacht. Suspense kreiert, indem ich dich angesehen habe und so, komm, lang, nein, nicht, okay. Nee. Warum machen wir den jetzt echt noch einmal? Hey, wir haben was gegessen und ein Ei ausgekackt. Yep. Und das essen wir wieder. Of Yoshi. Das essen wir wieder? Warum isst er seine eigenen Eier? This summer coming to a theater near you. Eating stuff and shitting it back out. It's theater near you this summer. Staring Yoshi. Starring. Hm. Whoop! Super Special Secrety Secret. Ja. Wo willst du Flachwitze hören? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so flachwitzmeisterig. Ich kann eher die guten, deepen Witze, die dich... Die deepen? Ja, die dich zum Lachen anregen, aber auch... Zum Denken? Ja. Ein bisschen mit Tränen und Weinen? Ja. Wo du dann... Kommt das gleich auch mit einer Nachbesprechung, wo man ein bisschen über den tieferen Sinn des Lebens genau, reden kann? Genau, ja, das kommt dann mit einer Gesprächsrunde mit dem Regisseur, Witzeerzähler. Mit dem Regisseur. Was haben Sie, was war der Anreiz, Herr Proxius, für diesen Witz, was hat Sie dazu bewegt? Ich wollte ein Werk kreieren, das sowohl die Leichtigkeit des Lebens, der menschlichen Kondition, interpretiert, als auch die Beschaffenheit der männlichen... Prostata? Nein, der männlichen... Vulnerability. Verletzlichkeit, ja. Denn das gibt mir die Möglichkeit, als Witzeerzähler tief in die Psyche meiner Audience einzutauchen. Richtig, und ihnen so mehr das zu geben, was sie brauchen. Viel mehr Genius zu suggerieren, als in Wirklichkeit da ist. Was er gesagt hat. What he said. Exactly that. Es ist auf Deutsch noch viel besser. Doin, doin. Wir schießen mit Schneebällen. Whoop, whoop, whoop. Boah, voll. Bring. Ich bin gerade wieder so voll, ja. voll drawn. Das ist ein Orgelspiel, ich pack's nicht. Also ich muss sagen, dass gerade das Game Design von Super Mario Spielen ist immer richtig gut. Ja. Das Level Design, Game Design. Ist nett. Fuck you. Fuck yeah. Ah. Wieso schaffst du das nicht? Ich weiß, mein erstes Super Mario Game war eigentlich Mario World, glaube ich. Super Mario World oder irgendwas. Shit. Was hier für ein Wario. Ja. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß, es ist Wario Land für den Game Boy. Advanced war das. Für den Advanced war es, ja. Dann war es Wario Land 4. Ja. Das habe ich nämlich auch gehabt und das war richtig gut. Das war super. Wario Land 4 war super. Ich meine, die Wario und Mario-Serien sind sich schon sehr ähnlich. Da kann man sagen, was man will, aber... Ja, Wario ist ja eigentlich auch der Böse. Was ist die Story hinterm Wario eigentlich? Bin mir gar nicht so genau sicher. Ich glaube, es gibt gar nichts Fixes, aber ich glaube, das ist der Cousin oder so von Mario oder irgendwas. Der ist sowas. Ja irgendwie böse oder sowas. Er ist vor allem ein Deutscher. Echt? Ja. In Super Mario Party 1 kannst du ihn sogar sagen hören, wenn er ein Minigame verliert, hörst du ihn sogar, wo alle anderen immer so oh und so machen, hörst du ihn sagen, so ein Mist. Ach so? Ja. Das ist cool. I shot in a mist. And I shot again in a mist. Then I got to the fridge and taken a popsicle, but I missed. I got the cabbage instead. I put it back, but I missed. I shot my friend, so. I kinda missed. I shot a friend. Oh, boss time! Poopity! Ich stelle mir das als Kind ziemlich cool vor, eigentlich. Ja, es ist auch ziemlich awesome. Nur kann man sagen, was man will. Komm her, Libra. Bam, also die Regel der 3. Die Regel der 3. Das ist so, die Regel der 3 könntest du in so einem extremen, harten,
Action-Fantasy-Epos-Buchreise-Saga quasi schon. Die Regel der drei. This summer, coming to a theater near you, the rule of three. Starring Super Mario, an ordinary guy that overnight became a hero. Super Meat Boy, also an ordinary guy. Also an ordinary guy that's not really a guy because he's some meat, but he has hand and feet and some sort of face, and that's why he's the Super Meat Boy. And he bleeds. And he bleeds a lot. In a theater near you this summer, the rule of three. PG-13. R-rated movies are for suckers. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich arbeite gerade an meiner Announcer-Kino-Trailer-Voice. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen soll. Aber ich glaube, das trifft es gleich ganz gut. Wollen wir die Stage noch machen? Das nächste Mal bei Couchtips gibt's was auch immer nach dieser Röhre kommt. Oh, ich darf jetzt den Strichel machen wieder. Da, schau. Ciao, Baba. Strichel. Ciao, Baba. Ja, mach deine Strichel. Ich hab einen Strichel gemacht. Mach sie gut. Das sind schon zwei Striche, die sind... Oder schau, siehst du, wie parallel die nebeneinander sind? Oder da geht nichts auseinander. Schau, wie gut, die sind gleich lang. Das beurteile ich dann, wenn ich der Dritte dabei ist, ja? Bitchkind. Bitchkind. Bitchkind, Martino.